Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 9.2, Einrichtung eines zeitweiligen Ausschusses für kommunale Asylangelegenheiten. Einreicher, CDU-Fraktion. Herr Donhauser, Sie haben das Wort. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, es war im Oktober 2015, als wir als CDU-Fraktion nach dem Kommunikationsdebakel mit der Einrichtung des Standortes Boxberger Straße den OB aufgefordert haben, nachzudenken, ob er die Kompetenzen in der Angelegenheit Flüchtlinge und Migration in der Verwaltung zu bündeln. Danach kam eine Aufforderung von Rot-Rot-Grün im Januar, ebenfalls zu dem Thema, ebenfalls an den Bürgermeister oder Oberbürgermeister, die Kompetenzen als Chefsache zu betrachten. Am 23.11. haben wir dann als CDU-Fraktion einen Antrag gestellt, um im Stadtrat diese Kompetenzen zu bündeln und einen zeitweiligen Ausschuss zu bilden. Sage und schreibe, fast vier Monate sind jetzt vergangen, ehe wir diesen Antrag hier heute im Stadtrat behandeln. Nach wie vor ist der OB offensichtlich nicht bereit, die Kompetenzen in seiner Verwaltung auf die neuen Herausforderungen entsprechend auszurichten. Und deshalb gibt es für mich heute viel, viel mehr Gründe, unserem Antrag hier zu folgen, als ihn abzulehnen. Auch deshalb, weil wir es schon einmal, es war glaube ich 2012, ich weiß nicht, ob es die Grünen waren oder die SPD, gefordert hatten, den Bildungsbereich im Stadtrat in den Ausschüssen zu bündeln. Und es ist dann gelungen, 2015 mit der Neuausrichtung der Geschäftsbereiche diesen entsprechend in einen Ausschuss umzuwandeln. Und am 01.01.2017 werden wir ja erleben, dass wir dann einen Bildungsbürgermeister haben. Deshalb fordere ich heute nochmal alle auf, diesem Beispiel zu folgen, auch Rot-Rot-Grün auf, das, was Sie im Januar aus meiner Sicht berechtigterweise gefordert haben, in der Verwaltung zu bündeln, diesen Schritt heute auch hier im Stadtrat zu tun. Und um noch vielleicht ein drittes Argument zu bringen, bereits München, und vielleicht nicht das schlechteste Beispiel, bereits München ist im Oktober den Weg gegangen und hat einen Ausschuss für Flüchtlinge gebildet, der bis heute sehr erfolgreich arbeitet. Und es würde uns, glaube ich, gut anstehen, einiges von Bayern abzugucken, einiges von München abzugucken. Und deswegen bin ich auch ein bisschen gespannt auf die Argumentation von den anderen Fraktionen, so wie sie es ja in den Ausschüssen offensichtlich getan haben, den Antrag abzulehnen, warum wir gerade diesen Ausschuss nicht bilden sollen. Dankeschön. Vielen Dank. Wir steigen damit in die Fraktionsrunde ein. Es beginnt hier SPD-Fraktion, Frau Sturm. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Flüchtlingskrise scheint es uns derzeit überall entgegen. Aber wir finden, Integration sollte das entsprechende Thema sein. Integration beschäftigt uns Kommunalpolitiker in den entsprechenden Ausschüssen für Soziales und Wohnen und beispielsweise Finanzen. Die Landeshauptstadt hat für die Erstaufnahmekoordination ein Stabsteam eingerichtet. Zusätzlich ist ein Lenkungsausschuss entstanden, der sich mit den Fragen der Integration beschäftigt und versucht, Lösungen zu finden. Wir finden Ihren Vorstoß, Herr Donhauser, das Thema Asyl und die damit verbundenen Fragestellungen entscheidungsorientiert, wie Sie es in Ihrem Antrag begründen, kontrolliert und ohne Informationsverluste bearbeiten zu wollen, für richtig. Aber angesichts der bereits genannten Gremien, einschließlich übrigens auch des Ausschusses für Soziales und Wohnen, halten wir einen weiteren Ausschuss für nicht den richtigen Weg. Es würde unnötige Parallelstrukturen schaffen und damit das Problem verschärfen, statt zu lösen. Und hier gilt es auch nicht zu beschönigen. Sie bezeichnen in Ihrem Antrag das Thema Asyl und Integration im Ausschuss für Soziales und Wohnen als Nebenthema, was schlicht falsch ist. Wir finden, die Lösung
kann nur ein gemeinsames Gespräch sein, in dem wir alle zusammenarbeiten und uns diesem Thema nähern. Und ich möchte hiermit auch die Gunst der Stunde nutzen und auch den Appell an alle Sozialpolitiker richten, sich hier mit Herrn Oberbürgermeister Hilbert zusammenzusetzen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Denn Integration ist keine Einbahnstraße. Integration betrifft uns alle im Saal, alle vorhandenen Flüchtlinge in den Erstaufnahmeeinrichtungen und es betrifft auch die Menschen, die montagsabends grölend durch die Altstadt ziehen. Die AfD und die NPD haben keine Lösungen für das Thema Integration. Ich glaube, Sie haben noch nicht einmal verstanden, dass die humanitäre Katastrophe und ihre Folgen unumkehrbar sind. Und ich finde, wir Demokraten müssen die Antwort dafür liefern, nämlich gemeinsam. Vielen Dank, Frau Sturm. FDP, Freie Bürger, Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Damen und Herren Stadträte, als erstes ganz kurz, wir werden, so wie ich es auch im Ausschuss schon gesagt habe, diesen Antrag der CDU-Fraktion ablehnen, möchte das auch ganz kurz hier begründen. Nicht, dass wir uns, und das denke ich mal, sind wir uns alle 70 Stadträte und die Bürgermeisterrunde bewusst, dass dieses Thema Asyl ein sehr wichtiges Thema ist. Wir als FDP, Freie Bürgerfraktion, wollen auch diese Möglichkeit heute noch mal nutzen, gerade den Mitarbeitern in der Stadtverwaltung zu danken, dieses Problem ja tagtäglich bewältigen zu müssen. Aber gleichzeitig haben wir jetzt seit über 15 Monaten dieses Thema auf dem Tisch und haben erlebt, dass dieses Thema ein ganz wenig kommunaler Ebene liegt, sondern die Bundesregierung, der Freistaat, hat eine verfehlte Asylpolitik an den Tag gelegt. Und ich verstehe die Union schon irgendwo, dass man das, was in Berlin schiefgelaufen ist, auf kommunaler Ebene irgendwo öffentlich heilen will. Aber ich glaube, diesen Ausschuss, den man jetzt bilden will, würde keine Lösung finden. Wir gerade im Sozialausschuss reden sehr oft über das Thema. Ich muss auch sagen, gerade im Ausschuss, wenn die Öffentlichkeit nie da ist, bei aller Kontroverse, reden wir sehr sachlich über das Thema. Habe ich jedenfalls die Meinung, ich glaube, und das haben wir auch als FDP, Freie Bürgerfraktion, schon viel mehr gesagt, wir sollten in der Diskussion ehrlich und offen mit den Bürgern umgehen. Wenn Sie sich genau zurückerdenken, es gab mal eine Ortsbeiratssitzung in Leuben zum Asylbewerberheim im Prinz Eugen. Dort gab es einen einstimmigen Beschluss aller dort vertretenen Ortsbeiräte, eine Bürgerversammlung durchzuführen. Das hat der Stadtrat und die Oberbürgermeisterin damals abgelehnt. Kommen wir dazu, mit dem Bürger ehrlich und offen über die Problematik zu reden und uns nie irgendwelche sinnlosen Ausschüsse einfallen zu lassen. Das hilft, das Problem nicht zu klären. Wir als FDP, Freie Bürgerfraktion, werden uns weiterhin einsetzen, das Thema so weit wie es geht, sachlich, offensiv und auch ehrlich zu behandeln. Wir stehen bei aller Kontroverse, die im kompletten Raum natürlich vertreten ist, zu jedem Gespräch bereit, aber ich glaube, dass dieser Ausschuss da keine Lösung bringt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Genschmer, AfD-Fraktion. Wort ist nicht gewünscht. Die Linke, Frau Barkow. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Donhauser, dass Sie den Antrag einbringen, ist ja schon mal bezeichnend und nicht die Sozialpolitikerin oder Sozialpolitiker. Und noch ein Satz zu Ihrer Einbringung. Sie haben im nahezu jedem zweiten Satz die Wörter Kompetenzen zu bündeln aufgeführt, als Begründung, so einen Ausschuss zu gründen. Ich bitte Sie, das reicht noch nicht, um sich da alle drei Wochen zu treffen. Da muss man schon ein bisschen mehr unterfüttern, welche Inhalte der Ausschuss überhaupt haben soll. Diesen Ausschuss zu gründen, betrachte ich generell als nichts anderes als eine Scheinaktivität. Sie tun hier so, als würden Sie sich der Asylthematik in der Kommunalpolitik annehmen, aber in Wirklichkeit haben Sie seit Beginn der Legislaturperiode nahezu alle Beschlüsse zum Thema Integration, Unterbringung von Flüchtlingen und Asylpolitik boykottiert.
Na, erzählen Sie doch mal, warum haben Sie denn zugestimmt? Wie war es denn beim Integrationskonzept? Wie war es denn 2014 im Dezember bei dem Maßnahmenpaket Asyl? Wie war es denn bei dem Handlungsprogramm für Demokratie und Toleranz? Genau, da, ja, die Hälfte der Fraktion ist rausgerannt, um sich vor der Abstimmung zu drücken, geschweige denn von den ganzen Ortsbeiräten. Der Sozialausschuss, wo das Thema angesiedelt ist, endet seit Sommer letzten Jahres mit einer Darstellung über die aktuelle Flüchtlingssituation in der Stadt. Das heißt, zum Schluss der Ausschusssitzung haben wir immer von der Verwaltung eine aktuelle Darstellung, wie sich die Situation derzeit in Dresden ergibt. Zu dem Zeitpunkt, also am Ende der Sitzung, ist ja aber kaum noch jemand von Ihnen anwesend. Sie machen ja regelmäßig vorher Feierabend und gehen einfach vorzeitig nach Hause. Das ist ja klar, dass Sie sich uninformiert fühlen. Im Prinzip sagte mein Kollege aus der Stadt, mein Fraktionskollege Süffisant, gibt es den Asylausschuss ja schon. Sie merken es nur nicht, weil Sie am Ende der Sitzung nicht mehr da sind. Und jetzt kommen Sie hier um die Ecke mit einem Antrag, einen extra Ausschuss einzurichten. Also ich bitte Sie, das ist doch wirklich einfach nur lächerlich. Ein weiterer Punkt. Wir hatten zwei Lesungen im Sozialausschuss, bei der Antrag eingebracht wurde, eben auch hier im Stadtrat. Bei keiner Einbringung konnten Sie benennen, was dieser Ausschuss denn eigentlich tun soll. Was ist denn das ganz konkrete Ziel? Was sind denn die ganz konkreten Aufgaben? Was wäre denn die Verbesserung zur aktuellen Situation? Noch nicht mal in der Begründung des Antragstextes, der uns vorliegt, haben Sie mit mehr außer Floskeln und Allgemeinplätzen. Keine Spur von einer konkreten Aufgabenbeschreibung oder Zielstellung. Das läuft doch dann letztendlich auf nichts anderes hinaus, als dass wir Mitglieder des Sozialausschusses, also 15 Stadträtinnen und Stadträte, die Bürgermeisterin, die Amtsleiterinnen, alle beteiligten Verwaltungsangestellten, wir treffen uns dann am Dienstag im Sozialausschuss und zwei Tage später im Asylausschuss oder was? Also das ist doch albern, das ist doch eine Zeitverschwendung. Und außerdem möchte ich auch noch mal grundsätzlich sagen, noch was grundsätzlich zum Sinn einer Ausschusssitzung und einer Ausschussberatung sagen. Es geht doch darum, dass man aus einem Themenbereich die ganze Bandbreite von aktuellen Themen diskutiert und berät und im Zusammenhang betrachtet und nicht isoliert hier mal das Thema und da mal das Thema. Wie wollen Sie denn, ja, aber so ist es doch, die Themen stehen doch im Zusammenhang. Wie wollen Sie denn über Asyl diskutieren, ohne gleichzeitig auch die Wohnungspolitik auf dem Schirm zu haben? Oder wenn Sie hier über Integration sprechen wollen und nur eine einzelne Gruppe betrachten, wo wir doch sicherlich mittlerweile alle wissen, dass Integration eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und im Sozialausschuss passiert eben genau das. Wir haben alle Sozialthemen, die gesamte Bandbreite, diskutieren die im Zusammenhang und nur das macht Sinn und das funktioniert auch hervorragend. Und noch was, in den Ausschusssitzungen wurde öfter mal, also eher in Kommentaren von der Seite, rumgemosert, dass das Thema Asyl hier so viel Platz einnehmen würde. Ich habe mir mal die Sitzungen angeguckt von Juni 2015 bis heute. Juni 2015, das war ja in etwa die Zeit, wo die Zahlen von Asylsuchenden in Dresden gestiegen sind und das Thema präsenter geworden ist. Seitdem sind gerade mal ein Viertel der Beschluss- und Beratungspunkte zum Thema Asyl, nämlich genau 13 Tagesordnungspunkte. In einem halben Jahr 13 Tagesordnungspunkte. Die restlichen drei Viertel der behandelten Themen sind zu allen möglichen anderen Sozialthemen, Wohnungspolitik, Mietenpolitik, die Ombudsstelle im Jobcenter und weiteres. Und Sie wollen jetzt für diese 13 Tagesordnungspunkte in einem halben Jahr einen extra Ausschuss gründen, wo dann vielleicht ein oder zwei, wenn es hochkommt, mal drei Tagesordnungspunkte auf der Tagesordnung stehen und dafür alle mindestens 25 Beteiligten des Ausschusses zusammentrommeln und wieder im Rathaus versammeln. Also das ist doch einfach nur Quatsch. Und noch ein letzter Punkt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung betreffend. Ich denke, es ist mittlerweile bekannt, dass gerade diejenigen, die für die Umsetzung der Asylpolitik zuständig sind, derzeit sehr beansprucht sind. Und ich denke, das Letzte, was die noch brauchen, ist hier irgend so ein sinnloser Zusatzausschuss, der nichts weiter ist als Zeitverschwendung. Die Zeit war ein gutes Stichwort, Frau Marco. Ich komme zum Schluss. Zum Ende kommen. Zusammengefasst kann man hierzu einfach nur sagen, wir können doch keinen Ausschuss bilden, bei dem noch nicht mal die Antragsteller in der Lage sind, Ziel und Nutzen darzustellen. Also das ist wirklich ärgerlich und dieser Antrag ist einfach nur Quatsch, deswegen wird die Linke ihn auch ablehnen. Nächste Rednerin ist Frau Siebeneigner, Fraktion Bündnis 90 Grüne. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen
und Stadträte. Die CDU beantragt heute, einen Ausschuss für kommunale Asylangelegenheiten einzurichten. Der soll bis Ende 2017 arbeiten. Das Vorhaben klingt nicht schlecht, aber dieser Antrag ist eindeutig zu kurz gedacht. Und da muss ich meiner Vorrednerin, Frau Barkow, in vielen Punkten zupflichten. Vorhab 1. Ein weiteres Gremium schafft noch keine Lösungen. Was Sie mit diesem Ausschuss erreichen wollen, mit der Arbeit dieses Ausschusses, beschreiben Sie nur holzschnittartig im Antrag. Deshalb haben wir eben in den Beratungen zum Antrag immer wieder nachgefragt und leider wenig konkrete Antworten von den CDU-Stadträten bekommen. In Ihrer Begründung zum Antrag ist zu lesen, so soll es gelingen, das Thema Asyl nicht als Nebenthema im Sozialausschuss zu behandeln. Das stimmt so einfach nicht. Wir behandeln dieses Thema nicht als Nebenthema und ich kann da jetzt in erster Linie nur für die rot-grün-rote Mehrheit sprechen. Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit, vor allem auch im Bereich der Nachfragen und fordern auch viele Informationen von der Verwaltung vorab ein. Es ist auch nicht so, dass man im Sozialausschuss zu nichts anderem mehr kommen würde. Eine nicht schaffbare Tagesordnung ist definitiv kein Argument für diesen Ausschuss. Vielmehr, und das wurde schon gesagt, besteht die Gefahr, Doppelstrukturen zu schaffen, weil die anderen Ausschüsse weiterhin zu dem Thema beraten werden, also vor allem der Sozialausschuss. Es ist auch kein Argument, dass durch einen solchen Ausschuss ein Mangel an Informationen behoben werden kann. Ich gebe Ihnen recht, im letzten Jahr war es nicht immer leicht, ausreichend Informationen von der Verwaltung zum Thema Asyl zu bekommen und ausreichend informiert zu sein, wenn wir hier im Stadtrat Entscheidungen treffen sollten. Aber das haben auch wir kritisiert, nicht nur Sie, vor allem bei den geplanten Containerstandorten. Und in solchen Momenten haben wir auch klare Entscheidungen getroffen. Wir haben beim Thema Containerstandorte vertagt und es hat sich als richtig erwiesen, denn die Vorlagen wurden zurückgezogen und es hat sich herausgestellt, dass wir damit der Stadt überdimensionierte Standorte ohne soziale Angebote erspart haben und vor allem Kosten in Millionenhöhe. Aber es hat sich bis jetzt, bis heute, sehr vieles verbessert und das können Sie an der Stelle auch nicht verschweigen. Wir Stadträte können in den Ausschüssen nachfragen, wir können die Amtsleiter berichten lassen. Es gibt viel mehr direkte Ansprechpartner in der Verwaltung mittlerweile beim Thema Unterbringung, Ehrenamt und auch Integration. Wir haben eine Sozialbürgermeisterin, die zu Anfang immer ausführlich zum Thema berichtet, Zahlen liefert und Prognosen und auch Herr Hilbert zeigt, dass er zum Beispiel mit der Asylklausur das Thema setzt und auch mit dem Fraktionsvorsitzenden bespricht. Mein dritter wichtiger Punkt. Asyl und Integration sind große Aufgaben. Wenn wir das wirklich bewältigen wollen, gemeinsam, dann müssen auch verschiedene Bereiche der Stadtpolitik betrachtet werden. Und da sage ich ganz ehrlich, da reicht mir ein Ausschuss, nicht in dem die Verwaltung sitzt, die Stadträte und 10 sachkundige Einwohner. Ich denke, es ist sehr viel wichtiger, dass wir dann wirklich ein flexibles Gremium schaffen, in dem wir sozusagen die Themen wirklich breiter ziehen und in dem wir uns vor allem nicht nur auf das Thema Unterbringung konzentrieren, sondern sagen, jetzt ist das Thema Integration dran, in all seinen Facetten. Also, das heißt, wir sollten uns auch gezielt Fachleute einladen können, wenn man denn über ein neues Gremium reden möchte. Zum Schluss, diese Punkte haben wir in den Ausschussberatungen bemängelt und wir haben festgestellt, dass die CDU nicht bereit war, diesen Antrag weiterzuentwickeln. Er ist in der eingebrachten Form heute hier zur Abstimmung gestellt. Wenn Sie allerdings mit uns gemeinsam nach besseren Lösungen suchen möchten, Herr Donhauser, das spreche ich Sie direkt an, dann können wir natürlich gern zusammenarbeiten. Vielen Dank, Frau Siebenmeier. Wir haben damit die erste Fraktionsrunde durch. Ich habe jetzt Herrn Green als Fraktionslosen. Meine Damen und Herren, Herr erster Bürgermeister, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Und beim Thema Inversion, Sie nennen es Asyl, da wissen Sie nicht mehr weiter.
Aber dass das hier nicht falsch verstanden wird, ich glaube auch nicht, dass diese Herren hier, die dem Wahlvolk erstaunlich viele Stimmen abgeschwatzt haben, irgendwie weiter wissen. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, am Wahlabend Gauland sagt, wir wollen überhaupt keine Flüchtlinge aufnehmen. Ich habe mal erstmal Schulterblick gemacht, ob mich da jemand rechts überholen will. Und gestern Abend steht dann eine Landtagsabgeordnete der AfD in der Menschenkette in Moritzburg. Es wäre sicherlich interessant, die verschiedenen Positionen dort in so einem Ausschuss auszudiskutieren. Aber, meine Damen und Herren, auch handwerklich ist dieser Antrag schlecht gemacht. Ein zeitlich begrenzter Ausschuss, Herr Dünnhauser, das gibt die Hauptsatzung nicht her. Es gibt es nicht. Entweder Sie schreiben in die Hauptsatzung einen Ausschuss rein, dann ist er drin. Und wenn Sie ihn nach 2 Jahren wieder rausnehmen, nehmen Sie ihn wieder raus. Oder aber Sie schreiben ihn nicht in die Hauptsatzung, Sie gründen einfach einen Ausschuss, beschließen den, dann erlischt der automatisch am Ende der Legislatur. So ist es mal. Bis Ende 2017 wollten Sie das Problem gelöst haben. Ja, kann ich mir auch vorstellen, das Problem bis Ende 2017 zu lösen. Das Problem ist nur, dass alle Sie, meine Damen und Herren, selbsternannte Demokraten, in diesem Lösungsansatz nicht vorkommen. Aber kommen wir doch mal zum eigentlichen frechsten Satz in diesem Antrag. Paragraph 4a Absatz 3 Geschäftsordnung wird außer Kraft gesetzt. Das hat schon mal jemand gesagt, ja? Das bedeutet, wer es jetzt nicht vielleicht genau weiß, die zuständigen Gremien, die lokalen Gremien, also die Ortsbeiräte, die Fachausschüsse werden übergangen. Werden übergangen. Da beschließt ein Ortsbeirat und es ist eine Art Ermächtigungsparagraf. Ja? Ich biete dem Reichstag eine Chance. Ja? So etwa läuft das. In der Praxis wird das ja schon so gehandhabt. Da beschließt ein Ortsbeirat 168 Plätze für die Försterlingstraße und dann heißt es plötzlich, ach nee, das interessiert uns nicht mehr, was die da beschlossen haben. Das muss doch nicht doch noch einmal behandelt werden. Wir machen es einfach mehr. Wie stellt man sich das eigentlich vor, wenn der Durchlauf einer großen Anzahl von beratenden Gremien einfach ausfällt? Da kommt der Oberbürgermeister mit einer noch druckfrischen Vorlage. Meine Damen und Herren, kommen Sie mal schnell zum Asylausschuss. Wir müssen mal schnell beschließen. Ich wurde gerade angerufen von Passau. Da sind wieder 4 Busse mit solchen Herrschaften auf der Straße. Und wir müssen die mal unterbringen. Und deswegen müssen wir gleich beschließen. Und heute Nacht schicken wir dann noch die Putzkolonne durch. So scheinen Sie sich das vorzustellen, ja? Paragraph 3 Absatz 4 Geschäftsordnung wird außer Kraft gesetzt. Meine Damen und Herren, natürlich wollen Sie, dass das Volk so wenig wie möglich von dem mitbekommt, was Sie im stillen Kämmerlein beschließen. Deswegen wäre Ihnen so ein Ausschuss, in dem Sie sogar beschließen können, am liebsten, wo es nirgendwo hingeht, in keinen Ortsbeirat, in keinen Fachausschuss, möglichst wenig Öffentlichkeit. Ich sage Ihnen aber eins. Die Idee, die hinter dem Satz § 4a Absatz 3 Geschäftsordnung steht, der ist verfassungswidrig, weil er nicht beabsichtigt, die demokratischen Mitwirkungsrechte in der breiten Mehrheit auszuschließen. Ich hatte vorige Woche die Möglichkeit, in Karlsruhe mir mal anzuhören, wie das die Herren Richter sehen. Ich kann ja dann noch mal Schlachtenbummel nicht die befragen. Und ich sage Ihnen eins, wir haben noch mal 6 Wochen Schriftsatzfrist bekommen und ich habe heute unserem Rechtsanwalt das genau diese Sache geschickt. Und das wird in der Antwortschrift, in der Frist, in der die hier also noch mal einreicht, namentlich erscheinen. Sie werden dem Präsidenten des Bundesrates, Ihrem Parteivorsitzenden, Landesvorsitzenden, und dann werden Sie dort einige Antworten geben müssen wahrscheinlich, was Sie hier für einen Antrag gestellt haben. Sicherlich, es entspricht der Praxis. Es ist auf einer Linie mit den Willkürbeschlüssen, Einreise ohne Papiere, Nutzung der Eisenbahn ohne Fahrkarte, Anweisung der Kieler Polizisten, Straftaten nicht mehr zu verfolgen. So etwa wollen Sie das auch, so ein Ausschuss. Wir machen das mal so halb geheim hier und ja, nicht mehr durch die Öffentlichkeit. Nein, meine Damen und Herren, ein kleiner, unscheinbarer Satz, aber dahinter eine klare Aussage. Was Sie von Ihren immer hochgelobten Demokratiewürden selber halten. Natürlich lehnen wir das ab. Dankeschön. Als nächster Redner für die SPD-Fraktion Herr Avenaris.
Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, wenn man Stadtrat Krien eine Weile zuhört, dann bekommt man das Bedürfnis, den CDU-Antrag zu verteidigen. So ein Blödsinn, der da komprimiert serviert wurde, da tut man Ihnen wirklich Unrecht. Ich möchte nur auf zwei Aspekte hinweisen, die uns dazu bewegen, diesen Antrag abzulehnen. Erstens, wenn der Oberbürgermeister im Januar unserer Anregung gefolgt wäre, zumindest die Unterbringung zur Chefsache zu machen, dann wäre dieser Antrag durchaus systemgerecht. Der Oberbürgermeister hat es aber nicht getan. Das ist seine Entscheidung, die haben wir zu respektieren. Es sind weiterhin verschiedene Geschäftsbereiche zuständig. Und von daher würden wir tatsächlich, das haben die Kollegen schon ausgeführt, eine unheimliche Gefährdung erzielen, dass wir Doppelstrukturen schaffen. Und was wir in diesem Bereich gerade nicht brauchen können, ist noch mehr Bürokratie. Wir sind ja damit jetzt die ganze Zeit beschäftigt, Bürokratie abzubauen. Und insofern wäre der Antrag kontraproduktiv, zumindest solange die Verwaltung es in diesen Strukturen macht. Das Zweite, was dagegen spricht, es passt auch nicht zusammen, diesen Ausschuss zu einem zeitweiligen zu machen und andererseits für Integration zuständig oder ausschließlich für Integration zuständig zu machen. Integration oder andersrum, die Unterbringung wird hoffentlich eine Aufgabe sein, die wir in wenigen Jahren gelöst haben, auch in Dresden. Aber die Integration ist keine Aufgabe von wenigen Jahren, sondern Integration ist erfahrungsgemäß eine Aufgabe von Generationen. Das heißt, man muss permanent an der Integration arbeiten. Und von daher würde es auch nicht zu dem zeitweiligen Ausschuss passen. Von daher bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Antrag, der sicher mit gutem Willen gestellt war, abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, doch Herr Vogel. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste aus nah und fern. Es ist eine Schande, wie zumindest einige Teilnehmer in dieser Diskussion diesen Antrag der CDU mit Häme, mit Spott und auch mit gewissen Unterstellungen auch begleiten. Das lehnen wir ab. Das gehört sich nicht, gerade in dieser angespannten Situation, wo wir uns zwischen Asyl und Integration befinden. Ein weiterer Punkt ist, dass wir als AfD den Antrag ablehnen werden. Ich möchte aber auch unsere Ablehnung begründen. Es kann nicht sein, dass ein Ausschuss neu gebildet und gegründet wird, um Kommunikationsprobleme zu beheben. Das muss anders passieren. Zeitweilig geht auch nicht, weil wir ganz genau wissen, dass sowohl Asylthema wie auch die Integration, Herr Avenarius hat es angesprochen, ein sehr langwieriger Prozess sein wird. Wir wollen auch nicht unbedingt den Anspruch erheben, Vorzeigestadt zu sein, sondern es geht darum, dass wir Lösungen finden und die AfD im Gegensatz zu ihren Behauptungen hat sehr wohl Lösungsansätze, auf die ich heute in dieser Fülle und in 5 Minuten auch nicht eingehen kann. Aber es ist einfach eine Unterstellung, dass wir keine Lösungsansätze haben. Zu meinem Vortrag dann am Ende werde ich noch mal ganz kurz auf einen Lösungsansatz zurückkommen. Zum anderen ist es richtig, dass Integration keine Einbahnstraße ist. Ich muss natürlich auch eins sagen und das auch Frau Dr. Kaufmann Ihnen in Erinnerung bringen, dass ich im vergangenen Jahr auch schon in einem der Ausschüsse Soziales und Wohnen gesprochen und gefordert habe, dass es sich hier um die Notwendigkeit
eines Krisenmanagements handelt. Nicht mit Ausschüssen, sondern dass es die maßgeblichen Player in der Verwaltung, angefangen vom Oberbürgermeister, sich dem Thema im Rahmen eines Krisenmanagers bedienen. Und da haben Sie, Frau Dr. Kaufmann, mir gesagt, es handelt sich hier um keine Krise. Das zu Ihrer Darstellung bzw. auch zu Ihrer Vorstellung, was Krise oder was nicht Krise ist. Wir haben es, wenn wir schon keine Krise haben, zumindest mit einer ganz enormen Herausforderung zu tun. Und ich persönlich stelle das auf gleiche Stufe. Wir haben ansonsten auch genügend Strukturen, genügend Leute und können uns tatsächlich keine zusätzliche Bürokratie und keine neu aufgesetzten Ausschüsse uns leisten. Sehe ich genauso. Und jetzt noch zum ganz, ganz wichtigen Punkt, der vielleicht auch ein kleines bisschen unterschlagen wird. Und wir müssen das Hohe Haus hier als AfD-Fraktion einfach auch nochmal daran erinnern, wo werden denn die Probleme gelöst? Wo ist denn am besten Fördern und Fordern angebracht in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt? In der Familie. Und hier sehen wir es nach wie vor als notwendig an, einen Beirat für Familie zu gründen, damit die Probleme und auch letztendlich dann die Lösung innerhalb des Neuaufenthalts und der Integration in unserer Gesellschaft auch in so einem Ausschuss stattfinden soll. Das wäre ein Ansatz, das fehlt mir. Schade, dass Sie nicht drauf gekommen sind. Wir werden Sie zu gegebener Zeit wieder daran erinnern. Dankeschön. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann der Einreicher für Schlusswort, Herr Donner. Frau Barkow, es war schon ganz schön überheblich, was Sie hier gemacht haben. Und dass man zu Argumenten auch Gegenargumente hat, ist ganz selbstverständlich. Aber trotzdem würde ich Sie bitten, wenn das nächste Mal hier Behauptungen aufstellen, mal besser zu recherchieren. Weil es ist richtig, dass wir Vorlagen abgelehnt haben zum Thema Asyl. Deshalb abgelehnt haben, weil Sie zum Beispiel nicht bereit waren, unsere Änderungsvorschläge zu akzeptieren und in die Vorlagen mit einzuarbeiten. So. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir grundsätzlich ablehnend der Thematik gegenüberstehen. Und das würde ich schon darum bitten, wenn wir hier so einen Redebeitrag bringen, das auch mit zu berücksichtigen. Und wenn Sie sagen, es ist nie das Ziel klar, für uns ist das Ziel schon klar, dieses Antrags. Und wenn ich sage, Kompetenzen bündeln, heißt das, ich rede nicht noch in dem zweiten, dritten, vierten, fünften Ausschuss drüber. Das ist doch unser Problem hier im Stadtrat, dass es viel zu lange dauert. Und im Übrigen, wenn Sie den Antrag nochmal in Gänze gelesen haben, ist ja hier auch nochmal der Versuch, ich weiß, dass Sie ablehnend gegenüberstehen, aber gerade bei diesem Ausschuss, wenn er eingerichtet würde, auf die erste Lesung zu verzichten, weil wir auch in der CDU-Fraktion der Meinung sind, die erste Lesung verzögert die Beratungsfolge. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen, und deswegen übrigens auch zeitweilig, man kann ja immer nochmal überprüfen, ob das Sinn macht oder nicht, wäre eine Möglichkeit gewesen, nochmal über einen anderen Weg, ein anderes Verfahren zu probieren, ob, und das steht als Überschrift, Entscheidung schneller zu treffen. Und ich greife gern das Angebot von Frau Siebener hier auf, wenn Sie auch der Meinung sind, wir brauchen ein Gremium, können wir darüber weiterreden. Es hört sich aber ganz anders bei Ihnen an als bei der Linksfraktion, die ja der Meinung ist, wir brauchen da nichts. Und wir haben auch nicht gesagt, dass es ein Nebenthema ist. Ganz im Gegenteil. Es haben wir nicht gesagt, nicht als Nebenthema behandeln. Es hat da aber nichts damit zu tun. Kann sein, dass wir uns jetzt semantisch unterscheiden, aber da sollte man vielleicht noch mal ins Gespräch kommen. Jetzt komme ich auf den Vorschlag von Frau Siebeneicher wieder zurück, dass wir da noch mal überlegen müssen, wie können wir diese Kompetenz, und ich bleibe dabei, und wenn Herr Arvinarius sagt, wenn wir spiegelbildlich in der Verwaltung das abgebildet haben, kann man durchaus drüber reden. Klammer auf, beim Bildungsausschuss haben wir es genau umgekehrt gemacht, Frau Fiusiene. Da wollten Sie den Bildungsausschuss und der wurde eingerichtet. Da war nicht das Argument da, wir warten erstmal, bis der Bürgermeister da ist.
Jetzt kommt das Argument plötzlich. Müsste einen schon zu denken geben. Und deshalb, da es ja nur offensichtlich ist, dass wir hier keine Mehrheit kriegen, biete ich trotzdem der Grünen-Fraktion, Herr Arvinarius sowieso, an, dass wir weiter über das Thema reden, um hier noch zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Dankeschön. Vielen Dank. Wir treten damit ins Abstimmungsverfahren ein. Wir haben hier ein ablehnendes Ausschussvotum. Wenn Sie also der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zustimmen, lehnen Sie den Antrag ab. Bitte um das Handzeichen, wenn Sie der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zustimmen. Bitte um Zählung. Gegenstimmen? Enthaltung? Mit 46 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen ohne Enthaltung ist dem federführenden Ausschussbericht zugestimmt worden.